Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, beim DSV. Mein Name ist Kai Pant und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Tschernobyl Liquid Daters. Wir waren beim letzten Mal hier in diesem kleinen Dörfchen stehen geblieben. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es noch... Schade. Kann zwar neugierig sein, aber... Gehen wir trotzdem nicht rein. Okay, ja, so klein. Also, es ist ein bisschen, ein, zwei Tage her, seitdem ich hier aufgenommen habe und es kam bisher noch kein Patch. Ich hoffe, die Entwickler bleiben trotzdem dran. Dass das einfach nur bedingt dessen ist, dass sie unterbesetzt sind, also sprich, dass es ein kleineres Team ist und nicht, dass die das Spiel rausgeschmissen haben und dann, ja, nehmt und stirbt. Das wäre ein bisschen arg schade, dass, ja, das Spiel hat so viel Potenzial. Egal. Die Durchsage kam über das Radio. Keine Katzen erlaubt, keine persönlichen Gegenstände erlaubt. Ich werde nicht alle mitnehmen, sondern nur eine Sache. Nur eine. Ich muss die Wohnungstüren mitnehmen und sie wegschleppen. Was? Ich kann sie nicht einfach liegen lassen. Und ich werde den Eingang vernageln. Unsere Türen, unser Talisman, ein Familienerbstück. Sie haben meinen Vater an diesen Türen aufgebahrt. Ich weiß nicht, wie es anderswo gehandhabt wird. Aber in unserer Kultur, so sagt meine Mutter immer, sollte der Verstorbene an der Tür seines Hauses aufgebahrt werden. Dort sollten sie bleiben, bis der Sarg eintrifft. Ich war die ganze Nacht bei meinem Vater. Er lag vor der Tür. Das Haus war offen die ganze Nacht. Und da waren Kerben an der Tür. Ganz oben, als ich größer wurde, markiert. Erste Klasse, zweite Klasse, siebte Klasse. Bevor ich zur Armee ging und daneben, wie mein Sohn aufwuchs, wie meine Tochter wuchs, unser ganzes Leben steht auf dieser Tür geschrieben. Wie auf einer alten Schriftrolle. Wie soll ich es zurücklassen? Aber ich habe sie rausgeholt, diese Tür. In der Nacht. Auf einem Motorrad. Okay. Ich habe sie durch den Wald geschleppt. Ich habe meine Frau und meine Tochter ins Krankenhaus geschickt, weil sie anfingen, schwarze Flecken auf ihren Körper zu bekommen. Manchmal tauchen sie auf, manchmal verschwinden sie. Sie sind so groß wie ein 5-Rubel-Münzer. Aber sie haben keine Schmerzen. Meine Tochter ist gerade 6 Jahre alt geworden. Genau an diesem Tag, an dem die Panne passierte. Ich bringe sie ins Bett und sie flüstert mir ins Ohr. Papa, ich will leben. Ich bin noch klein. Wir legten sie vor die Tür, an derselben Tür, an der auch mein Vater aufgebaut war, bis sie den kleinen Sarg brachten. Er war so winzig wie eine Puppenkiste. Nikolai, Wormitsch, Goligin, Vater. Harte Schicksal. Er trinkt mir eindeutig zu viel. Ich muss das konfessieren. Nein. Und ich denke mal, das wird leider kein Einzelschicksal gewesen sein zu der Zeit. Okay. Hallo, Sergeant. Hallo, Sascha. Was führt dich zu mir? Lass uns nicht wie Kinder handeln. Du weißt verdammt gut, warum ich hier bin. Sag mir mal, ich weiß es. Na und? So what? Ja. Erzählen Sie von der hohen Strahlung, bestehen Sie nachträglich auf einer Evakuierung, erwähnen Sie, dass Sie in dem Kraftwerk... Ich würde sagen, wir versuchen erstmal sein Vertrauen zu gewinnen. So what does that change? Was ändert das? Wie sich herausgestellt hat, tue ich das auch. Ich bin Ingenieur und Sergei Büratov, leitender Turbinenbediener im Kraftwerksblock Nummer 2. No way. Gar nichts. You must know Semyonov. Jäger. Jäger, ja, klar kenne ich ihn. Wir treffen uns in den Mittagspausen. Ha! Was für eine kleine Welt. Ich spiele jeden Freitag mit Jäger Karten. Ich bin Chef Geni. Seriosha. Was machst du eigentlich hier bei der Armee? Kriegst du die Uniform? Nach der Störung haben sie mich wieder in Dienst gestellt. Scheißkerle. Sie werden mich wahrscheinlich bald anrufen. Das glaube ich nicht. Sie rekrutieren hauptsächlich aus den Baltischen Republiken. Sie haben mich genommen, weil ich in der Armee als Dosimetrist tätig war. Das verstehe ich. Also wie ist die Lage überhaupt? Niemand will uns etwas sagen. Sie geben nur bekannt, dass die Kontamination gering ist und kein Grund zur Sorge besteht. Warum wollen Sie uns dann evakuieren? Um ehrlich zu sein, ist die Situation ziemlich schlimm. An manchen Orten erreicht die Gammastrahlung selbst bei den Militärdosimetern ihr Maximum. Wow. Verdammt, ist es wirklich so schlimm?
Yes. Ja, deshalb musst du von hier verschwinden. Ich habe meinen Eltern versprochen, dass sie auf ihre Sachen aufpassen. Ist das Leben wirklich wert, so etwas losgehen? Das Erbe, du weißt schon. Aber ich habe nicht vor, dafür zu sterben. Ich packe gerade meine Sachen. I'm packing up right now. Thanks, Evgeny. Danke, Chavki. Geh auf den Hof vor der Schule. Von dort aus werden sie dich im Lastwagen aus der Zone bringen. Und grüße Semenyov, wenn du ihn triffst. Das werde ich. Das ist das, was ich meine. Vertrauen gewinnen, dann funktioniert das auch manchmal. So, die anderen Bewohner jetzt noch evakuieren. Okay, hier kommst du nicht rein. Auf jeden Fall ein ziemlich großes Dörfchen hier. Obst und Gemüse, was wir eh nicht mehr essen dürfen. Hier ist nix. Da kommen wir auch nicht weiter. Dann schauen wir mal in das Haus. Okay. War da irgendwas? Danke. Moment, diesen alten kaputten Fernseher kenne ich aus einem anderen Spiel. Genau von hinten. Genau von vorne. Okay. Da haben sie wohl einiges wiederverwertet. Aber ich denke mal, das werden so von der Grafik direkt vorgefertigte Dinger sein. Die sie dann einfach immer wieder verwenden. Können sie ja ruhig. Das macht die Spiele ein bisschen billiger. Weil sie nicht alles selber machen müssen. Gut. Dann. Oh. Wer sind du sie denn? Eine Flüchtige begann, da, weil ich... ist das nicht langweilig? Doch. Ich verstehe das nicht. Bei all dem Kommen und Gehen, zwei Typen haben mir heute schon die Ohren voll geredet. Mit wenig Wirkung, wie ich sehe. Überrascht dich das Soldat? Sie kommen hierher, um mich zu nerven und wollen gar nicht zuhören. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das Haus verlasse, aber erst, wenn ich die Dinge geklärt habe. Also, was für ein Geschäft hast du zu erledigen? Ich muss zum Friedhof gehen, zum Mutters Grab. Ich will mich verabschieden und eine Handvoll Erde mitnehmen. Weiß der Teufel, ob ich jeweils wieder hierher komme. So, willkommen. So, erzählen Sie etwas über die Kombination des Friedhofs. Ja, ich werde hier mal ein bisschen ehrlich sein. Vielleicht kann ich Sie dazu überreden, weil verstrahlte Erde mitnehmen ist eine blöde Idee. Vielleicht high, vielleicht gar nicht high. Du gehst da überall hin und irgendwie geht es dir gut. Woher soll ich wissen, ob diese Strahlungsgeschichte wahr ist? Warum zum Teufel evakuieren wir euch davon hier? Sehe ich aus, als wüsste ich das? Vielleicht willst du hier eine geheime Basis errichten oder ein Reservoir auf dem Pripyat anlegen? Von hier wurden schon mehr als einmal Menschen vertrieben. Was ist mit den Schutzanzügen, Dosimetern, die ganze Ausrüstung? Komm schon, niemand würde so einen Aufstand machen, nur um ein paar Dörfer zu evakuieren. Die sowjetische Wissenschaft kennt solche Fälle bereits. Die Batyushkas aus dem Kreml lassen sich jeden und sind einfach nur um ihren Willen zu bekommen. Also haben sie das Kraftwerk selbst in die Luft gejagt. Komm schon, dann können sie den Amerikanern die Schuld an allem geben und sogar den dritten Weltkrieg anzetteln. Ich bin hier fertig, ein hoffnungsloser Fall. Ja. Zünde den dritten Weltkrieg an. Okay, die ist wirklich hoffnungslos. So, dann das, dann das. Hier waren wir, glaube ich, schon mal drin. Did you know, he took the boy from her. Ja, genau. Just like that. Das war das mit diesem Zahnback. But who? What do you mean who? Richard. Okay. Lassen wir mal so im Raum stehen. Da unten ist noch ein... Gucken wir mal hier rein, aber ich glaube, hier war ich schon, ne? Ah ja. Großmütterchen, war ich schon? Kann ich nochmal mit der reden? Nee, ne? Hello there, Babushka. Hallo, Babushka. Well, hello there, na, hallo, junger Mann. Du willst mich wohl zu dieser ganzen Bewertungssache überreden, ne?
Evacuation. What was that? Wie war das noch? Evakuierung, nicht Bewertung. Evaluation. You have to speak du musst lauter sprechen, mein Gehör ist nicht mehr das, was es mal war. What it used to be. Yes. Ja, wir müssen dich evakuieren. To evacuate you from here. Oh, ja, ja, ich bin zu alt für sowas. Ich erwähne mal, dass ich im Kraftwerk arbeite. So you are saying du sagst you also, dass du ein Ingenieur bist. Dein Misha ist auch ein Ingenieur. Your son. Dein Sohn, ja. Where is he und wo now? Ist er jetzt? In Norilsk. Er arbeitet als Ingenieur im Stahlwerk. Like würdest du ihn nicht gerne noch einmal sehen, bevor du von uns gehst? Oh ja, das würde ich gerne tun. Let's do it this way. Lass es uns so machen. First, zuerst bringen wir dich von hier weg und an einen sicheren Ort. Dann werde ich versuchen, mit deinem Sohn Kontakt aufzunehmen. Einverstanden? I'll try to get in touch with your son. Agreed? All right. Okay. I'm about to send some folks also schicke ich gleich ein paar Leute rüber, die dir beim Packen helfen. Den Wodka nehme ich schon mal mit. Was zum... Was zum Henker fiebt hier? Warte was. Lieutenant Boyko. This is Sergeant Burjatov. Hier spricht Sergeant Burjatov. Bitte melde dich. Report, Sergeant Burjatov. Bericht, Sergeant Burjatov. Two officers to come over. Vor zwei Beamte, die zu Haus Nummer 7 kommen, um eine ältere Dame zu evakuieren. Understood. I'm verstanden. Over and out. Ende der Durchsage. Und ich wundere mich die ganze Zeit, was hier so rumpiept. Ey. Where the hell is the money ach, for the forest? Da. Okay. What money, die Kirche da oben war ich. Also, don't play dumb. Die Seite you haben wir exactly durch, wie ich aussieht. Wir müssen jetzt auch noch dahin. What forest I'm talking about, you scoundrel. Ja. Genau, so sieht's aus. Wie schon gesagt, diese englische Sprachausgabe, Leute, das passt nicht. Armer Wurf. Was mich wundert, dass sie den Wurf da liegen lassen und nicht, weil normalerweise war es damals so gewesen in Tschernobyl, dass sie die Haustiere erschossen haben, also getötet haben und dann haben sie sie eingegraben und noch mit Beton übergossen. Wegen der Strahlung. Naja. Ah, dieses... Was wollt ihr schon wieder von mir? Wir haben die Kinder nach Kiew geschickt und du hast schon dafür gesorgt, dass das Vieh abgeschlachtet wird. Immer mit Ruhe, ich bin hier, um mit dir zu reden. Reden? Du kannst nicht reden. Du weißt nur, wie man tötet. Alte Hühner, Schweine. Du hast den Hund getötet und die Katze ist weggelaufen. Das wird den Kindern das Herz brechen. Ich will nur helfen. Hilfe? Wie genau kannst du uns helfen? Befehl geben. Katze finden oder Verständnis? Ja, Katze finden können wir leider nicht, weil die Katze wird einmal kommen. Woher willst du diesen Teufel? Das war ein paar Tagen, wurde ich auch evakuiert. Ich musste meine Wohnung in Pripyat mit meinem Sohn verlassen. Entschuldige, mein Mann. Er ist wütend hier. Du bist also ein Einheimischer? So, you are a local? Yes. Ja, ich habe im Kraftwerk als Ingenieur gearbeitet. Gleich nach der Katastrophe haben sie mich wieder in den Dienst geholt und jetzt laufe ich mit meinem Dosimeter durch Felder und Auen. Siehst du, Sascha? Er ist unser Mann. Also, sag mir, Soldat, ist es wirklich so schlimm, wie die Leute sagen? Ich weiß nicht, was die Leute sagen, aber die Lage ist schlimm. Was sollen wir also tun? Um der Kinder willen, solltest du das Dorf verlassen. Wenn du hier bleibst, wirst du verstrahlt und deine Kinder vielleicht auch. Mein Gott, hast du das gehört, Sascha? Ich weiß es. Also gut, wir verschwinden von hier. Gib uns noch eine Sekunde, um das Nötigste einzupacken. Wenn du bereit bist, geh zum Hof vor der Schule. Dort gibt es einen Evakuierungspunkt. Naja, haben wir doch schon mal ein paar... Ja, mir tut es ja selber richtig leid mit den Tieren, aber Strahlenkrankheit bei Tieren heilen, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Hier oben waren wir, glaube ich, also da haben wir alles durch, soweit ich weiß.
Babushka haben wir, also die Oma haben wir auch schon evakuiert. Oh Mann. Ja, das wäre richtig blöd gewesen, hier Erde mitzunehmen, wo hier die ganze Strahlung ist. Okay. Nehmen wir mal die Abkürzung durch die Kirche. Ja, oh. So, Flagge. Um die Flagge zu benutzen, rüsten Sie mit den Zahlenfeld 1 bis 9 aus und benutzen die zugewiesene Taste 1 bis 9. Okay. Interagiere dann mit E an der entsprechenden Stelle, ein gelber Kreis auf dem Boden, um die Flagge an der ausgewählten Stelle zu platzieren. Ah, okay. Deshalb funktioniert das beim letzten Mal nicht. Wo habe ich die jetzt drauf? Das nicht. Okay, das auch nicht. Das auch nicht. Ah. Aber hier ist noch okay. Da kann ich die nur an bestimmten Punkten aufstellen. Scheint, als wenn ich die nur an bestimmten Punkten aufstellen kann. Okay. Oh. Ja. Okay, gehen wir durch. Da. Aber mal, kann man hier eine Fahrt haben? Ja, können wir. Na? Okay. Und mal weiter. Ja, hier wird es wieder höher. Okay. Na, wo kann ich sie platzieren? Okay, hier scheinbar nicht. Ah, ja, hier kann ich sie noch platzieren. Okay. Ja, dann machen wir sie hier hin. Okay. Retten, Wodka, Schokolade, Jod. Okay. Und Schokolade. Nein, nehmen wir die. Genau. Passt doch. Bisschen Schokolade mampfen und schon geht's uns wieder gut. So, und weiter geht's. Markiere die Zone. Das heißt, wir dazwischen müsste auch nochmal eine. Gut, die Zone markieren da unten. Gut, ihr Lieben. Gehen wir mal rüber und gucken. Ah ja.
Ja? Nein? Ah ja. So, und würde ich sagen, wir beenden erst einmal die Aufnahme. Und also wir konnten schon ein paar Leute überreden, wieder hier zu verschwinden. Ja, und jetzt müssen wir praktisch die Zone markieren. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.